So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Es ist ein Wunschvideo. Ich sollte mal wieder Star Wars Force Attacks Booster aufmachen. Aber das sind die falschen. Diese sind natürlich gemeint. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das sind die Star Wars Force Attacks. Die Comic Art. Sind auch richtig cool gewesen damals, sind wirklich perfekt. Auch die limitierten Karten, ich besitze sie alle. Aber ich habe ja auch noch einige Booster da, deswegen mache ich heute mal ein paar auf, um euch mal wieder zu zeigen, was möglich war früher, was Kult gewesen ist. Auch jetzt die Booster-Tütchen, ich versuche sie euch unter ein Video zu verlinken. Sicher, bequem, ja. Günstig, meistens hat man Glück, so ab und zu mal so Tindosen oder sowas von dieser Serie sind etwas günstig. Ich versuche mal, was ich finde. Verlinke ich euch. Aber jetzt schaut erstmal euch die Kartenmotive an. Diese Star Wars Force Attack Serie. Ich finde die mega. Und vielleicht finde ich ja auch noch was Cooles. Und jetzt genießen wir die Karten. Und wenn ihr euch die Karten nicht lang genug seid, drückt immer wieder auf Pause und zoomt dran. Dann könnt ihr die Karten richtig cool genießen. Und da sind einige limitierte Karten, die sind schon richtig, richtig teuer und kostbar. Aber das wisst ihr Sammler ja sowieso. Ist eigentlich schade, diese Tüten auszupacken. Das hat noch was. Muss man echt lassen. Und in jedes Tütchen, ihr habt es jetzt gesehen, 5 Karten nur. So, und was haben die Booster damals gekostet? 1 Euro. Das hier ist ein 100er Display Pack. Er ist noch fast voll. Hier ist eine etwas hochwertige, ist aber nur eine Star-Karte, ist nicht viel. Lass es vielleicht zwischen 1 und 2 Euro wert sein. Aber ist trotzdem cool. Muss man echt lassen. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Und ob ihr gerne öfters mal so alte Booster sehen wollt. Es muss ja nicht Star Wars sein. Ich habe noch. Sogar noch von Disney. Ich habe noch Fußball, alle sehr alte und etwas ältere. Ich habe natürlich Star Wars sowieso verschiedene Sorten. Ob jetzt Force Attacks, Clone Wars, Tindosen. Habe ich auch noch hier komplett zu. Oh, Rebel Attacks. Ist das. Ja, und wie gesagt, alte Booster habe ich sehr viele. Auch noch was für Mädchen. Ich habe sogar noch, da war ja früher der Hype drauf. Mit V fängt die, glaube ich, an. Aber wie gesagt, schreibt mir mal was in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Ich versuche mal natürlich es zu finden. So langsam finde ich alles wieder, weil ja der Weihnachtsschmuck jetzt langsam vom Boden kommt. Ist natürlich jetzt die Weihnachtszeit, da komme ich dran. Dann kann ich auch was rausholen, was ihr vielleicht sehen wollt. Aber trotzdem sollte man die schöne Zeit jetzt genießen. Offiziell ja ab Montag. So, und dass das Video nicht zu lang wird, ist das jetzt mein letztes Booster erstmal der alten Star Wars Serie. Ach, da ist sogar ein Beipackzettel dabei.
Schaut mal hier. Forstmaße, die ist natürlich etwas teurer, hochwertiger. Der ein oder andere weiß es. Die ist, glaube ich, 10, 15, ich weiß es gar nicht mehr. So mit den alten Karten schon lange nicht mehr beschäftigt. Aber auf jeden Fall wert. Aber nichtsdestotrotz. Ihr schreibt mir jetzt in die Kommentare, wie ihr die alte Serie findet. Habt ihr vielleicht was anderes Altes noch sehen wollt? Für einen Daumen hoch bin ich immer zu haben. Ich versuche euch diese Serie unter das Video zu verlinken. Sicher, bequem, auf jeden Fall günstig. Es sei denn, ich finde mal wieder Tindosen oder sowas. Aber jetzt eure Meinung, eure Kommentare dazu. Und das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.